Und wir sind gespannt auf die Ergebnisse und sind vor allem auch in dieser Challenge 1 mit drin. Der Stefan Lenz, nicht nur der Vater vom Smart City Hackathon, sondern auch der Challenge Owner von dieser Idee Gemeindeporträt. Bitte schön, Stefan. Danke vielmals, Chat. Das Mikrofon ist gerade kurz alleine, aber unsere Arbeit dafür nicht. In dem Sinne freue ich mich, das Ergebnis von der Challenge Nummer 1 zu präsentieren. Fangen wir mal an, wo sind wir gestartet? Was ist die Idee von dieser Challenge Nummer 1? Die Challenge Nummer 1 hat zum Ziel, sage ich mal so, auf den einfachen Punkt gebracht, Daten, die schon vorhanden sind, Daten, die aber auch von unserer Verwaltung nach Zürich geliefert werden, auch wieder eigentlich in dem Sinne zurück auf unsere Webseite zu bringen und unseren Bürgern einen Nutzen zu stiften. Das heisst, wir haben heute eigentlich ganz viele Informationen, die wir auf dem Gemeindeporträt vom Statistischen Amt des Kantons Zürich finden tun, die eben auch regelmäßig aktualisiert werden von ganz vielen Fachstellen, auch von der Verwaltung. Die sind dort, die sind aber, sage ich mal so, eher geruhsam dort und auf unserer Webseite selber haben wir nichts davon. Und darum habe ich dann die Challenge entsprechend lanciert und gesagt, ja, es gibt ja uns auch Einwohner, Unternehmer, politisch engagierte Personen, die ein bisschen mehr wissen, was denn in Wetzikon entsprechend statistisch passiert, was ist die Entwicklung von der Stadt und was können wir davon auch für die Zukunft ableiten. Es hat da entsprechende Grundlageninformationen, die auch dienen für so eine Challenge, um mit so einer Challenge eigentlich starten und bearbeiten. Das ist ein typisches Auftragsblatt für so eine Challenge, wo dann das Team entsprechend dort abtauchen und sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Da sieht man den heutigen Ausschnitt von den Gemeindeporträts, wie sie vom Statistischen Amt von Kanton Zürich bereitgestellt werden. Ich habe da mit ganz vielen entsprechenden Indikatoren mich stundenlang durchsuchen und statistische Informationen rausholen und eigentlich auch so einen Gemeindevergleich machen. Bietet sich jetzt zum Beispiel an, wenn man auf Wetzikon zügeln und dann wird sagen, was ist jetzt zwischen Athiswil und Wetzikon der Unterschied. Ich kann aber bis zu 3 Gemeinden auswählen und die auch untereinander entsprechend auch challengen, sage ich mal so. Und das ist mal die statistische Basis, die in einer Applikation angeboten wird. Und dann bin ich entsprechend auf EGOV-Partner zugegangen. EGOV-Partner ist die Unterstützungsstelle der Staatskanzlei im Kanton Zürich. Die hat auch sich mit der Gemeindeporträt thematisch auseinandergesetzt und haben eine Umfrage gemacht, wie denn das Gemeindeporträt eigentlich überhaupt genutzt wird. Und haben 3 einfache Fragen gestellt. Ist es überhaupt bekannt, dass das Gemeindeporträt vorhanden ist? Wie oft wird denn das genutzt? Und werden die Daten, die man rausfischen tut, auch wiederverwendet? Und die Umfrageergebnisse sind eigentlich alle recht aufschlussreich, dass das Gemeindeporträt durchaus bekannt ist, dass es gebraucht wird. Sagen wir so, von 53% der befragten Personen nutzen das. Es sind 60 Personen befragt worden, die unterschiedlichsten Gemeinden. Und das hat uns dann zum Schluss verleiten lassen und gesagt, ja, es gibt viel, tatsächlich viele interessante Informationen auf dem Gemeindeporträt und wir müssen das auch bei uns wieder nutzen und zur Verfügung stellen. Aber wie denn? Das hat dann eigentlich zur Diskussion geführt, wer sind die wirklichen Nutzer? Wir haben da einfach jeder Mann, jede Frau von Wetzikon, die sich informieren über Wetzikon. Dann haben wir aber auch zum Beispiel eine Lehrperson, einen Jungunternehmer oder einen Parlamentarier, der sich da mit Wetzikon auseinandersetzen will. Und man sieht in den mittleren Spalten eigentlich mögliche Informationsbedürfnisse können vorhanden sein. Also die Wetzikon Einwohnerin will zum Beispiel etwas wissen über die Altersstruktur, über Bevölkerungsbestand und Haushalt, aber auch über den Wohnungsbestand oder über die Bevölkerungsbewegung. Also wer zügelt her, wer zügelt weg. Das sind alles Informationen, die man finden tut. Und dem sagt man jeweils in der Entwicklung von so Challenges, das sind typische Personas. Das heisst, man tut da Musterbenutzer eigentlich entwickeln. Wer wären denn die Musterbenutzer? Was haben die für Bedürfnisse? Und in so einer Challenge geht man nicht her und sagt, ja, man tut eigentlich sogenannte Informationssets zusammenstellen, wo dann die Informationsbedürfnisse von diesen möglichen Benutzern erfüllen. Dann noch einen Schritt weiter gegangen, eigentlich sich zu überlegen, ja, wie sieht denn das jetzt aus, wäre das auch noch abrufbar. Statt dass man eigentlich nur von den ganz strukturierten Informationen her kommt, eben nach dem Motto, die und die Person hat die Informationsbedürfnisse und wir zeigen dann genau 4 oder 5 Indikatoren an, kann man sich auch vorstellen, dass ich einfach eine Frage stelle. Das ist jetzt nicht gerade mit der künstlichen Intelligenz zu verwechseln, sondern das ist einfach eine einfache Logik, die hineingehängt wird. Wenn ich da in dem Fragefeld etwas eingebe, mit der Fragestellung, wie viele Wohnungen sind denn gebaut worden,
dann schaut man natürlich an das Schlüsselwort Wohnungen rein. Und mit dem Schlüsselwort Wohnungen wird hinten dran entsprechend dann gesucht, mit dem statistischen Modell. Wir haben die Schnittstellenbeschreibung, die im JSON-Format vorliegt, vom Statistischen Amt Kanton Zürich. Und mit dieser Schnittstellenbeschreibung kommen wir mit der Talus-Informatik, unser Provider, ist wieder eine neue Webseite. Er ist heute auch am Tisch gesessen. Die Schnittstelle sicher auch gut implementieren. Und haben so dann gesagt, der Vater noch ein bisschen weitergesprungen und gesagt, okay, wie sieht das denn ganz konkret aus? Ja, und wenn man dann so Testabfragen durchführt, sieht man eben im Jahr 2021, haben wir zum Beispiel 295 Wohnungen in Wetzikon realisiert. Oder der aktuelle Leerwohnungsbestand, der beträgt 1,01% Anfang 2023. Mittlerweile ist der Leerwohnungsbestand leider bereits tiefer. Aber das ist mal der aktuelle Stand, wo man im Statistischen Amt finden tut. Ja, und nach diesen inspirierenden Entwicklungen ist die Frage, geht die Reise weiter jetzt. Und die Reise geht so weiter, dass man natürlich im neue Webseitenprojekt zuerst müssen wir damit auseinandersetzen, wie sieht ein Seitendesign aus von unserer neuen Webseite. Das wird vom Webseitenprojekt das Ganze entwickelt und erfahren geben. Darum ist das auch mit der Linie entsprechend abgrenzt von dieser Challenge, weil das ist dann wie eine Vorgabe, die kommt im Projekt rein, um das mit implementieren. Und nachher haben wir eigentlich die einfache Reise mit diesen vier Schritten, dass wir uns nochmal über Personas das Gewissen ablegen. Welche Personas nutzen das wirklich, was haben die für Bedürfnisse? Sprich, das, was jetzt da in der Challenge erarbeitet worden ist, das wird nochmal validiert. Wir gehen der Benutzerreise durch. Wer surft wirklich auf unserer Webseite? Woher? Was sind die typischen Reisen auf wetziker.ch, die man absolviert? Da braucht es auch viel statistisches Material. Von dem können wir über die Sätze wiederum ableiten und sagen, welche Informationen wir bereitstellen. Und ganz wichtig am Schluss, wir müssen auch Tests mit echten Benutzern durchführen, dass wir über das wirklich anbieten können, wo gesucht wird. Ja, das sind die Ergebnisse von der Challenge-Idee Nummer 1. Wir sind das in dem Sinn, wie der Pascal gesagt hat, parat für die digitale Transformation im Bereich von Gemeindeporten. Könnt die Schnittstelle implementieren und dann da sicher in naher Zukunft den Service auf unserer neuen Webseite integrieren.